Skizze eines Sommers von Andrej Kubicek. Hochsommer, Hitze, Freiheit. In Andrej Kubiceks Roman driftet eine Gruppe Jungs durch den Sommer 1985. Ein kurzer Sommer der Anarchie, mitten in der Plattenbausiedlung. Ferien sind ein Ausnahmezustand und in diesem Buch natürlich ganz besonders, weil der Protagonist ohne Aufsichtspersonal die Ferien genießen kann und viel Geld hat. Also das ist der größtmögliche Ausnahmezustand, den man mit 16, glaube ich, haben kann. Eine Geschichte vom Erwachsenwerden, vom sich abgrenzen, vom sich verlieben. Klar, Mädchen spielen da eine große Rolle. Besonders das Mädchen ohne Namen. Sehnsucht, Liebe, Freundschaft. In diesem Sommer dreht sich alles darum. Und um die richtige Musik. Ganz ohne Schmerz ist es aber nicht zu haben. Das Sommergefühl. Kein Wunder, dass einem dann die Melancholie anfiel wie ein blutrünstiger Schwarm Moskitos. Keine Ahnung, wer zuerst zu wem kam. Die Melancholie zu mir oder ich zur Melancholie. Aber eines stand fest. Seit einem Jahr war sie da. Und das andere, sie ging seitdem nicht mehr weg. Nicht mehr freiwillig. Ein intensives Buch über wilde Herzen und die erste Liebe in einem Land, das sich wenige Jahre später auflöst. Die DDR. Die DDR spielt im Grunde nur eine Nebenrolle. Sie kommt tatsächlich so vor, wie es ein Jugendlicher damals wahrgenommen hat, als eine ganz gewöhnliche Normalität. Am Ende hat das Mädchen einen Namen und die Melancholie ist gezähmt. Zumindest einen Sommer lang. Davon erzählt Andrej Kubicek mit einem lässigen Sound. Ganz unsentimental.